Hey Leute, und da sind wir wieder bei Lara Croft. Wir müssen dieses hässliche alte Tor aufkriegen und suchen nach irgendwas Stabilem, was in dieser Kiste drin sein könnte. André, ich töte es. Ich glaube, die kriegen wir aber auch nicht auf, ne? Nee. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich diese Kiste nicht aufkriege, weil das peinlich ist. Was bringt mir das eigentlich, Rehe zu töten? Ich weiß es nicht. Ein Pfeil. Geil. Das hat sich gereimt. Hab ich keine. Erstmal hier so ein bisschen rumrennen. Dum, 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 dum. Was geht denn hier so ab? Kann man die Kiste eigentlich auch zerschießen? Nein. Kann man nicht. Ich bin schon wieder Wölfe, ne? Ah! Nö! Aha! Arsch! Gut, dass wir das geklärt haben. Wölfe scheinen irgendwie persönliches Problem mit mir zu haben. Irgendwie greifen die mich immer an. Ich weiß nicht, wieso. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Ach so. Ich muss hier Bergungsgut sammeln für meine, für meinen stabileren Stock. Oder so. Nur noch ein bisschen mehr. Eine Kiste. Mal gucken. Da unten sind Pfeile. Peili, Peili, Peilis. Warum rennen hier? Kazel! Spider-Lara. So, das müsste reichen. Waffenmodifizierung verfügbar. Erstmal sammle ich mich hier. Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade an der Axt durch. Okay. War praktisch, dass wir schon Lager gefunden haben hier. Hallo, Herr Lager. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Das ist ja mal cool. Eine coole Sache, ne? Aktuelle Waffe, Stemmaxt. Meistern wir die Stemmaxt mal. Geil, jetzt haben wir eine geilere Stemmaxt. Ich will aber irgendjemand mit der Stemmaxt hauen können. Das ist bestimmt lustig. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Ah. Jetzt geht's wieder zu. Ich will aber nicht reingehen. Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische. Elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass der Typ irgendwann auch stirbt. Scheint mir so ein Wischiwaschi. Unglaublich. Archäologe zu sein. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe.
Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Nein! Ich kläre das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Was für ein Volltrottel. Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Ich will meinen Bogen wieder haben. Bleib ne Pistole. Иди. Пошла. Was ist Waschlappen? Wer seid ihr überhaupt? Deine Mutter ist ein Waschlappen. Lara! Es muss was hochhalt, Machi! Tut ihm nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Ich glaub, der will mich vergewaltigen. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбу. Was da los mit dir? Geht ja mal gar nicht klar. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Der verprügelt mich und dann geht er, oder was? Wie sieht's aus? Oh Gott! Ich war ja schon immer schlecht in sowas, ne? Oh, ein Haus! Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir könnten neue Rekruten brauchen. Hey, das Mädchen fehlt! Haltet Ausschau nach ihr! Oh, die Puppe hat es echt in sich. Ich glaube, dann waren die nicht. Was siehst du? Nichts. Okay. Voll Trottel. Ja, du meinst, sprichst du, Kukla. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Лава, мы с ней сейчас на шпах судить не поштею. А я, verteidigen. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Ich habe mich gerade gekratzt. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist Russisch. Ich glaube, der will mich gerade voll krass vergewaltigen. Aber ja gut. Mike Tyson Style. Ach Mann, ey. Wieso sterbe ich die ganze Zeit nur? Naja, wenigstens kann ich nochmal die Eier treten. Лучше не зли меня. Ну же, мама, вы что, мама, мама, мама. Она тоже была порядочной стервой. О, Gott, ey. Nein. Also, erstmal sorry dafür, dass ich die ganze Zeit noch sterbe, aber... Ich bin ein kleiner Noob. Aber jetzt lassen wir uns nicht vergewaltigen, schießen den Typen die Eier da. Bam. Waffe. Waffe. Ba-b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 a. Ach, E oder F oder hä? Hä, was will der von mir? Was will der von mir? Okay, okay, okay. Jetzt lassen wir uns zum dritten oder vierten oder fünften Mal heran. Okay, und... So... So, nochmal.
Grapple weapon. Nein! Girl Power! Headshot! Nicht so geil, ne Bitch! Die Waffe ist leer. Tja. Nicht kotzen. Okay. Wo hat er eigentlich meinen Bogen gelassen? Ah, da. Epische Musik. Kapiu, piu. Oh, die andere bin ich. Ich bin beliebt. Ich will die Treppen benutzen. Die brennen hier irgendwie alles nieder. Ich bevorzuge ja den Bogen, weil die Waffe irgendwie keine Munition mehr hat. Jo, die macht ja alles kaputt, ey. Und voll die Arschikopter. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Hier lebt noch. Okay. Also seht ja, wie gut ich gerade geschossen habe, ne? Das sind auch so ungefähr meine Call of Duty Skills. Gar keine. Oh, der Glänzwaff. Ah, das ist ja der Boden. Cool, glänzende Steine. Ich hab Munition gefunden. Und hat einen Typen in die Taschen gegraben. Was hat der da dabei? Der schläft nur. Ich bin Batman. Was gefunden? Alles brennt, außer das hier. Da ist sie. Tötet sie. Röchert sie auf. Immer wer ist da drin verrückt. Ja, toll. Das ist jetzt aber äußerst uncool. Hab das so gedacht, ne? Aber ich kann den hier. Und ich kann den hier. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Wahrscheinlich tot. Du weiter. In den anderen Hütten. Ja, genau. Hey, Röschloser Kill. Gut, so nach dreimal habe ich ihn auch getroffen. Na. Ich nehme alles, was halt mit was kriegen kann. Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy. Immer dasselbe. Was war es denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden... Ich brauche Hilfe! Was ist da unten los? Alles... Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich will so einen super Überflickerbogen der Zerstörung haben. Mit Explosivpfeilen!
Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Aber erst will ich noch ein paar Leute umbringen. Ich meine, ist ja voll leicht, Leute umzubringen. Das Verbergungsgut? Nein, aber ich glaube, das eine Höhle oder so. Kann man da runterspringen? Hui! Tatsache! Da konnte man runterspringen. Bergtempel, komplette Karte. Tabulator. Nochmal. Da bin ich. Lara Croft. Was ist das hier? Ein Geocache. Geocache. Ja. Entschuldigung. Ja, dann laufen wir hier. Spider-Man. Lara an der Wand kommt krass. Lara an der Wand kommt krass. Das ist Spider-Lara. Komm ich da rein? Nein. Ich kann da hoch. Da glänzt was. Das kann ich nicht suchen. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Das sind also Geocaches. Interessant, interessant. Kann man hier ein bisschen was von allem. Ins blöde Haus rein. Kann ich? Die Profis, Hütten ohne Eingang hier. Abwrack. So, dann lagern wir noch mal eine Runde und dann später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was hier bedeutet, gibt es dass kein ich Aufwachen. Das alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es Fähigkeit. Ist ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Bla bla bla. So, Sie sind konzentriert. Haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu zielen? Aha. Setzen Sie Beuteln und Taschen effektiv ein. Sie können mehr Munition transportieren, okay? Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Mehr Munitionsmenge transportieren? Okay. Dann nehmen wir einfach mal mehr Munition mitnehmen. Weil ich ja so gut sehe. So, das wird verbessert hier, ne? Ja, so. Guck mal, Ausrüstung. Was haben wir hier? Bogen, Handfeuerwaffe. Verstärkte Wurfarme. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie das upgradet. Einen kann man sich upgraden, aber vielleicht kommt das ja später noch, ne? So, Leute, und das war's dann wieder mit dieser Folge von Lara Croft. Wir sehen uns dann in der nächsten und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann like das. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.